Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte euch heute über meine Erfahrung an der Uni erzählen. Beziehungsweise ihr habt mich gefragt. Schreib mir ruhig auch eine Frage in die Kommentare, wenn du willst, dass ich über ein bestimmtes Thema rede. Ja, wie war meine Erfahrung an der Uni? Nun, es war echt toll, an der Uni zu studieren, da es so ganz anders war als in der Schule. In der Schule hatte ich bestimmte Fächer, die ich nehmen musste, und manche habe ich gemocht, manche habe ich nicht so gemocht. Aber an der Uni konnte ich mir auswählen, was ich studieren möchte und welche Kurse ich belege, und ich konnte auch viel selbstständiger lernen, und das fand ich echt total toll. Das hat mich echt inspiriert, und es hat mich inspiriert zu lernen. Ja, es hat mich sehr inspiriert zu lernen. Ich habe sehr viel Spaß und sehr viel Motivation gehabt, als ich an der Universität gelernt habe, denn ich mag es sehr, für mich zu lernen. Ich mag es sehr, autodidaktisch zu lernen. Und da du dieses Video dir anschaust, glaube ich, dass es bei dir genauso ist. Denn du hast ja auch selbst entschieden, Deutsch zu lernen. Und deswegen schaust du dir dieses Video an, um mehr Deutsch zu verstehen. Und ja, ich war total begeistert in der Universität. Ich habe Mathematik studiert. Das war damals meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft war die Mathematik. Also habe ich es studiert. Ich war auch recht gut in Mathematik. Und ich habe auch jetzt einen Bachelor in Mathematik. Obwohl es am Ende des Studiums nicht mehr so toll wurde. Ich habe den Spaß verloren, weil ich mitgekriegt habe, ich habe gemerkt, dass meine Leidenschaft, meine wirkliche Leidenschaft woanders ist. Ich war nicht mehr so, begeistert von der Mathematik. Ich war begeistert von anderen Dingen, beziehungsweise ich musste erst noch eine Weile überlegen, bis ich eine andere Leidenschaft gefunden habe. Und jetzt ist natürlich meine Leidenschaft das Sprachenlernen und auch Sprachen im Allgemeinen. Und deswegen mache ich auch dieses Projekt Authentic German Learning, um andere anzustecken mit dieser Leidenschaft für Sprachen und auch um anderen die Möglichkeit zu geben, selber auf eigene Faust autodidaktisch Deutsch zu lernen. Ja? Mein Ziel mit diesem Projekt ist es, euch die Erfahrung zu geben, die ich an der Universität hatte. Ja, ich möchte, dass ihr auch mit Leidenschaft lernen könnt, dass ihr mit interessanten Inhalten Deutsch lernen könnt. Und ich hoffe, dass ich das in so vielen Videos wie möglich vermittle. Ich hoffe, dass ich in so vielen Videos wie möglich bei euch ein Gefühl auslöse, ein Gefühl, das sagt, oh, der Deutsch macht Spaß, man kann Deutsch mit Leidenschaft lernen, man kann Deutsch mit Spaß lernen. Dieses Gefühl möchte ich bei euch auslösen, und ich hoffe, es gelingt mir öfter, als es mir nicht gelingt. Und ja, also um es kurz zu fassen, die Uni-Zeit war für mich eine sehr tolle Zeit, weil ich das gelernt habe, was ich lernen wollte. Und ich kann nur empfehlen, entweder in die Uni zu gehen oder auch ohne Universität alleine zu lernen. Lebenslanges Lernen nennt sich das. Lebenslanges
lernen. Ja? Also das ist etwas, was mir die Universität gegeben hat, mehr noch als die Schule, weil mit der Schule war es ein bisschen so, dass Lehrer gesagt haben, okay, du musst das lernen und das und das und das wollte ich nicht unbedingt alles lernen. In der Universität war das anders. Und diese Idee, die mir die Uni gegeben hat, zu einem gewissen Grade, oder was ich mir auch selber gegeben habe, dadurch, dass ich auch Bücher darüber gelesen habe oder Menschen begegnet bin, die gerne lernen, habe ich so diese Idee vermittelt bekommen. Und die Idee möchte ich auch an euch vermitteln. Lebenslanges Lernen. Ja? Ich finde das so toll, die Idee, wirklich das ganze Leben lang zu lernen. Ja? Viele Bücher zu lesen, viele Kurse zu besuchen, ja? Viel Material zu nutzen, was es im Internet gibt. Und deswegen möchte ich auch selber jemand sein, der euch Material zum Lernen zur Verfügung stellt. Und also diese Idee finde ich total toll, des lebenslangen Lernens. Und ich wünsche euch viel Motivation, viel Spaß beim Lernen, sodass ihr auch lebenslange Lerner seid, werdet und bleibt. Das war die Nachricht, die Botschaft für heute und ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen. Tschüss!